Guten Morgen, die Dritte von der CMT 2019 in Stuttgart. Jetzt geht's gleich los unter der Woche Öffnungszeiten von 10 bis 18 Uhr. Hier seht ihr, hier ist der Inneneingang noch zu. Hier sind die ersten im Atrium, die sich versammeln und reinkommen. Und was ich euch eigentlich zeigen wollte, ist, wir haben Sonne. Es sah heute früh am Morgen, wie ich um 7 Uhr reinkam, so schwarz aus wie da hinten. Das wird nicht lange halten, darum fange ich diese Sonnenstrahlen ein. Die sind ja auch wichtig fürs Gemüt und auch für die Leica, die da draußen steht. Die nehme ich mir noch vor, das ist eine Weltpremiere, ich habe es schon mal angekündigt. Wieder ein Alkofen von Leica. Und jetzt gehe ich weiter in Richtung Halle 5, 7 und 9. Ich denke mal, ich werde stehen bleiben bei der Firma Wanner, das habe ich heute früh schon angekündigt. Aber das war es mir jetzt wert, kurz einen Schnipsel zu senden. Also ihr seht, wie angenehm ruhig das jetzt noch ist. Natürlich freuen wir uns auch auf die Besucher. Halle 3, Caravaning, da geht es jetzt rechts rein. Und eins muss man sagen, immer wieder, mit dieser Terrassenanlage, die man hier gewählt hat, von der Anordnung der Hallen, das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Aber für Neuankömmlinge ist es eine Grundausrichtung da, aber wenn man zum ersten Mal auf dieser Messe ist, ist es dann doch so, dass mir in der Mitte der Hallen diese großen Würfel an der Decke abgehen, die einfach mal einen generellen Grundwegweiser darstellen. Also, dass man nochmal sieht, wo ist man. Weil wenn hier alles voll ist und die Menschen rumschwirren, dann hat man wirklich teilweise Probleme mit der Orientierung. Das haben ja auch einige bestätigt. Karthago, so sieht es aus. Da wird jetzt eingestimmt, eingegrooft, eingemoved, News ausgetauscht, Wettbewerbe werden gemacht unter den Verkäufern. Wer verkauft am meisten? Karthago natürlich auch noch ein Wunsch offen, aber die Wünsche, die stricke ich dann während der Woche noch rein. Ich habe über einige schon gesprochen. Vorhin einen schönen, netten Kastenwagen abgefilmt. Hat mir wirklich imponiert, die Qualität. Das kann ich jetzt im Nachwurf nochmal sagen. Concorde werde ich mir auch mal einen vornehmen. Vielleicht jetzt nicht auf der Messe. Da habe ich noch was anderes geplant. Aber wie auch immer, das Ding läuft. Lasst euch überraschen. Es gibt mit Sicherheit noch viele News vom Camper Tobi. Ich suche den nächsten Stand, auf den ich einen Termin habe und melde mich nachher gleich wieder von der CMT 2019 in Stuttgart. Servus und bis später.